Nicht er wie der Captain T haben wirklich den Vorteil, dass wir wirklich eine starke Normierung fahren können, wo wir wirklich Details haben, die besser sind. Und besser sein, ich glaube, das ist heutzutage unabdingbar. Wenn man nicht gut ist, kommt niemand aus Mitleid zu einem. Mein Name ist David Schmutz. Ich führe hier das Geschäft seit 17 Jahren. Vor 15 Jahren ist mein Bruder dazugekommen. Und zusammen sind wir wirklich spezialisiert auf Küchen. Wir machen aber auch Möbel, Schränke, immer so naheliegend. Und wenn du das Fenster willst, dann kannst du auch zu uns kommen. Das Motto ist primär, es darf auch Spass machen, was wir hier machen. In dem Moment, wo wir hier nicht mehr Spass haben, ich glaube, da können wir die Tür dazu tun. Mein grösster Vorteil, den ich sehe bei CatNT, ist eigentlich der Konfigurator, den sie anbieten. Beim vorgängigen Programm hatten wir nicht einen Konfigurator, der ist einfach deinen Bauteilblock und hast die reingezogen. Und durch den Konfigurator bekommst du halt hier extrem Flexibilität zurück. Wenn ein Kunde sich noch dumm entscheidet, darf ich das immer sehr gerne bringen. Und wir tun das auch gerne umsetzen. Eben gerade, oder wenn er zum Beispiel noch die Schublade geändert will, muss ich dann nicht jedes Mal reingehen, sondern ich kann einfach mit dem Konfigurator die komplette Schublade konfigurieren und die neue Schublade drin konfigurieren, die er gerne möchte. Wir haben uns entschieden, dass wir ein Nesting CNC zugetun und haben dann mit der bestehenden Software angefangen zu zeichnen. Und nach etwa 2-3 Monaten ist der Kevin zu mir gesagt, hey, das ist ein riesen Aufwand. Wenn man nicht eine bestehende Bibliothek hat, muss man irgendwie einmal wegsperren, ein halbes Jahr, ein Jahr, dass man mal Basics in die Software hineinlegt. Und der René hat wirklich per Zufall, glaube ich, in unsere Schweine gesagt, ich fange den mal an. Und er war dann so ein unser Retter gewesen. Wir haben dann 2 Wochen, bevor wir CNC installiert haben, wir entschieden, wir machen das. Und wir haben das einen riesen Mehrwert bekommen, weil wir nicht mehr angewiesen waren, Fleissarbeit selber müssen zu machen, sondern dass man eine Firma hat, die uns das abnimmt, die passt die Bibliothek an. Man hat sofort einen Korpus, der funktioniert. Wir haben vorher jedes Teil einzeln zugeschnitten auf der Streibung. Und der Umstieg auf das Nesting fällt natürlich der ganze Schritt eigentlich weg. Wir können die ganze Platte drauflegen, es kommt fertig verschachtelt von oben runter vom Büro. Das ist ein riesiger Schritt, der wirklich wegfällt. Dementsprechend spart man recht viel Zeit. Ja. Meine Arbeit ist nicht langweiliger geworden, weil durch das, dass jetzt die Maschine allein eigentlich alles macht, habe ich Zeit für anderes näher. Zu den Stiften schauen oder die Qualitätskontrolle. Sonst helfen beim Zusammenbauen nachher oder beim Kenteln. Früher ist der Maschinist gekommen, am Montag hat die Pläne geholt. Der war beschäftigt bis am Freitag, vermutlich war auch der Lehrling beschäftigt. Heute kommt er am Mittwoch und sagt, was kann ich noch machen? Und dann sage ich, ja, zusammensetzen. Und er sagt, nein, ist alles gemacht. Und die Beschleunigung, die ist so enorm, dass im Büro gelöst ist. Wenn du wirklich durchgedacht ist, bis zum Ende, ist man einfach schneller. Und das ist der grosse Vorteil. Details sind besser, man wird schneller dunkel und das Ganze beschleunigt sich, die Qualität steigt. Es gibt nichts, was dagegen spricht, dass man das nicht in Angriff nimmt. Ja. Also unser Ziel für die Zukunft ist ganz klar, nämlich die Auslastung in der Schreinerei anheben. Und das geht nur, indem wir mit Partnern in der Region zusammenarbeiten. Wir haben schlicht einfach zu wenig Monteure. Wir können so viel Material rausschieben mit dieser Durchgängigkeit. Das wollen wir nicht mehr machen. Und mit CatNT haben wir hier eine super Lösung, dass wir mit den Partnern zusammenarbeiten können, dass die ihre Sachen schicken können, wir produzieren. Erstens schnell und zweitens zu einem fairen Preis.